Herr Schrauber, in der Folge 2 von Schnell mal messen haben wir mit dem Pico 2205A und der Hantec CC 650 den Stromverlauf des Startermotors aufgenommen. Es gab ein paar Fragen dazu, wie das mit der Zange und der Picoscope-Software eigentlich überhaupt funktioniert. Und genau das klären wir nach dem Intro. Bleibt dran! Falls du gerade nicht weißt, von welchem Video ich spreche, die Folge 2 von Schnell mal messen verlinke ich dir einfach mal hier oben in der Ecke. Wir haben in dem Video diese Zangen hier verwendet und diese Zangen sind relativ preiswert und deswegen bieten sie sich eigentlich an, mit einem preiswerten Oszilloskop zusammen Verwendung zu finden. Die Frage ist natürlich, wie kriege ich die Picoscope-Software dazu, eine Zange eines fremden Herstellers zu akzeptieren? Und das Coole ist, Picoscope ist so ausgereift, dass das total einfach möglich ist. Ich zeige dir jetzt, wie das funktioniert. Das Erste, was wir machen, wir schauen uns die Zangen mal etwas genauer an und du siehst hier einen Schalter. Neben dem Knopf für die Nullstellung der Zange ist der Schalter ein ziemlich wichtiger. Da wir in dem Video davon ausgegangen sind, dass wir viele 100 Ampere messen werden, habe ich den Schalter natürlich nach ganz oben gestellt. Das heißt also, dort sehen wir aufgedruckt 1 Millivolt pro 1 Ampere. Und das ist genau das, was wir uns jetzt merken. Und mit diesen Infos gehen wir jetzt rüber in die Software und schauen uns an, wie man das Ganze einstellt. Ich habe hier die Software Picoscope 7 T und M, also Test and Measurement. Die ist von der Seite picotech.com, nicht Pico Auto. Die ist nur für das Automotive Scope. Für das kleine 2204, 2205A ist das die richtige Software. Wir haben bei diesem kleinen Oszilloskop zwei Kanäle zur Auswahl und wir haben, wie gesagt, eine ganz einfache Möglichkeit, eigene Sonden hinzuzufügen. Dazu klicken wir einmal in den weißen Bereich eines Kanals und wählen dort den Reiter Tastköpfe aus. Jetzt sehen wir schon einige Tastköpfe, die voreingestellt sind, wie zum Beispiel die Stromzangen von Pico oder Drucksensoren von Pico oder eben halt auch das Einmal- oder Zehnmal-Kabel oder. Das Einmalkabel ist ja das ganz normale Messkabel, was wir im Prinzip ständig verwenden. Hier unten ist ein Bereich für benutzerdefinierte Tastköpfe, um denselben Begriff mal zu verwenden. Ich habe hier einen selbstgebauten Drucksensor drin. Wenn da bei dir noch nichts steht, nicht weiter schlimm. Wir drücken auf Hinzufügen und fügen unsere Zange hinzu. Die heißt Hantec CC 650. Und sie gibt Ampere aus. Vielleicht ist es noch geschickt, wenn wir hier hinten in Klammern angeben, dass wir die Schalterstellung 1 Millivolt entspricht 1 Ampere verwenden. Dann weißt du zukünftig immer, wenn du diese Voreinstellung verwendest, dann musst du den Schalter dahin schieben. Also, Ampere ist das, was sie ausgibt. Weiter. Jetzt können wir hier rechnen und eine lineare Gleichung eingeben oder eine Vergleichstabelle. Wir machen es heute einfach mal mit der Tabelle. Es ist auch so schön einfach, weil auf der Zange steht ja drauf 1 Millivolt gleich 1 Ampere. Dementsprechend wäre dann 1 Millivolt 1 Ampere. 10 Millivolt sind 10 Ampere. 100 Millivolt sind 100 Ampere. Und 650 Millivolt wären dann 650 Ampere. Das ist das, was laut Beschriftung der Zange der maximale Messbereich ist. Wir gehen einen Schritt weiter. Nun wird gefragt, gibt dieses Gerät, also unsere Zange, eine Wechselspannung aus oder eine Gleichspannung? Wir wissen natürlich, es ist eine Gleichspannung, DC. Und es wird gefragt, ob wir den Autobereich, also die Bereichsunterteilung haben möchten, automatisch. Das schalten wir einfach mal ein und gucken, wie das aussieht. Einen Softwarefilter könnten wir einschalten, wenn wir wüssten, dass wir eine Tiefpassfilterung oder ähnliches benötigen. Ich würde dir empfehlen, an der Stelle noch keinen Filter einzuschalten. Ich sehe immer ganz gerne ein ungefiltertes Ergebnis. Falls das später nötig sein sollte, kannst du ihn immer noch hinzufügen. Also wir machen weiter ohne Softwarefilter. Klicken auf Fertigstellen
und sehen jetzt hier unten im benutzerdefinierten Bereich unsere neu eingestellte Hantec CCS650 mit 1 mV pro 1 Ampere Schalterstellung. Die haben wir jetzt ausgewählt und hier oben ist sie dann auch schon zu sehen. Ich klicke nochmal in das weiße Feld und dann sehen wir hier voreingestellte Bereiche. Das ist dieses Auto, was wir gerade eingeschaltet haben, von 1 bis 50, 1 bis 100, 1 bis 200, 500 und 650 Ampere. Jetzt wissen wir aus unserem Video, von dem ich gerade sprach, Folge 2 schnell mal messen, dass der Starterstrom über 800 Ampere lag. Und wir haben es trotzdem mit dieser Zange gemessen. Das ist auch sehr einfach. Wir gehen wieder auf Tastköpfe, wählen unsere gerade eingegebene Zange aus und gehen auf Bearbeiten. Die erste Seite kann so bleiben, wie sie ist. Die nächste Seite, da brauchen wir eine Änderung in der Tabelle. Jetzt kannst du entweder die 650 stehen lassen oder du kannst sie löschen und durch 1000 und hier genauso 1000 ersetzen. Und wenn du wollen würdest, könntest du jetzt natürlich auch noch 1500 oder irgendwas eingeben. Bin mir aber nicht sicher, ob das nach irgendeinem Sinn ergibt. Ob das dann nicht zu sehr verfälscht ist. Deswegen, 1000 hat für mich bisher immer gereicht. So, wir gehen weiter. Da ist ja noch alles so, wie es gehört. Fertigstellen. Und da ist jetzt unsere frisierte Hantec-Zange. Und man sieht, sie geht von 1 Ampere bis 1 Kiloampere, also 1000 Ampere. Das sollte prinzipiell ausreichen für die meisten Aufgaben am Fahrzeug und auch für die meisten Motoren und ihre Starterstromaufnahme. Es gibt bestimmt welche, die drüber liegen, aber ich denke, im Wesentlichen reicht's. Wenn du dich noch mehr und tiefer für Diagnose am Fahrzeug interessierst, dann geh doch einfach mal auf derschrauberclub.de. Auf der Webseite findest du viele Informationen zum Thema Diagnose mit dem Diagnosetester, mit dem Oszilloskop, mit dem Multimeter. Und zwar haben wir jede Menge Kurse im Mitgliederbereich. Da kannst du dich dann einschreiben und hast sofort Zugriff auf alles, was du hier siehst. In diesem Beispiel jetzt Grundlagen Oszilloskopdiagnose. Da geht es also wirklich vom, was ist eigentlich überhaupt ein Oszilloskop? Hat das Vorteile gegenüber einem Multimeter? Und wenn ich mir eins kaufen will, was ist dann eigentlich überhaupt mit Abtastrate, Bandbreite, vertikaler Auflösung und so weiter und so fort? Muss ich das wissen? Was gibt es für Messzubehör und was gibt es für Adapter? Wie starte ich meine ersten Messungen und so weiter? Darüber hinaus gibt es natürlich noch Picoscope 7 von A bis Z. Da geht es dann wirklich vom Einstieg und wie lade ich die Software herunter und wo vor allen Dingen. Dann wie stelle ich Spannung an den Kanälen ein, Zoom-Funktion, Lineale, Rechenkanäle, Auflösung. Dann das Automotive Scope, da schauen wir uns die Unterschiede an. Also wenn es dich da interessiert, schau doch einfach mal vorbei. Ich würde mich freuen, dich drinnen zu sehen. Wenn du weitere Fragen haben solltest, ab damit in die Kommentare. Ich freue mich, sie zu beantworten. Also mach's gut, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.